meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 19 hier auf meinem Kanal. Wir haben es jetzt bald geschafft, dass dieses Feld abgehen. Also wir werden nur noch einmal hinfahren und dann ist das Feld leer. Ich habe hier schon mal umgesetzt, der fängt da hinten an zu grubern. Ja, das ist halt, wenn der hier sein Gras sieht. Und ich bin nochmal gespannt, wie viel wir jetzt eigentlich wirklich für unsere ganze Arbeit hier überhaupt bekommen. Viel wird es nicht sein, das weiß ich jetzt schon. Wir werden aber gleich mal gucken, welche andere Maschine Gras ernten kann. Das gibt es ja auch, dass andere Maschinen Gras ernten können. Ich glaube, das sind aber auch dann bloß die Krone, die das machen kann. Baumwoll, Mähdrescher, der kann es nicht, der kann es nicht, der kann es nicht, der kann es nicht, der kann es nicht. Okay, das kann keiner von denen. Ich habe es gesehen. Mäh 380. Aha. Aha. Das ist neu, das sehe ich jetzt aus. Feldhäcksler, die könntest du, glaube ich, oder? Ist das hier Gras? Oh, dann sind es aber zu teuer für mich. Helfer C hat bald einen vollen Tank. Den können wir noch persönlich wegfahren, das ist ja kein Problem. Wie weit ist Diego? Diego ist 38%, der hat noch eine Weile vor sich. Aber wir haben es erst 11.43 Uhr, natürlich nicht in Wirklichkeit. In Wirklichkeit haben wir es 2:30 nachmittags. Im letzten Part habe ich irgendwann mal angesprochen, dass ich wahrscheinlich mit YouTube aufhören möchte. Muss sowieso dann wieder beim Stein gucken, was bin nämlich, wie nenne ich die Titel. Also irgendwann mal wird schon dastehen, ich höre mit YouTube auf. Also ich bin mir da überhaupt nicht sicher, was da in nächster Zeit auf mich, auf uns zukommt. So, das Fell, wie weit ist denn das? Ne? Schon gut gefüllt. Aus. Ja, den mal schnell leer machen. Tun wir mal so, als ob das Pferd eine Kollision hätte und Leben hätte. Oh, dreckig ist der hier drin. Ziemlich kaputt schon. Glaube ich mal. Gucken wir mal, Fahrzeuge, Reparaturstatus. 44% hat der Fiat. Obwohl der, wie gesagt, auch schon recht dreckig aussieht. Der sieht richtig dreckig aus. Oh, 3000, das ist ja nicht viel. Wir müssen uns mal gucken, dass wir in nächster Zeit hier irgendwann mal größere Felder, größere Maschinen dann auch noch holen. Im Moment sind wir ja eigentlich wirklich noch am Anfang. Wir sind seit 40 Parts am Anfang. Gut, wir haben uns auch sehr, sehr viel Minus reingehauen durch den Anfang. Das bedeutet, durch diese Ballensache sind wir sehr, sehr ins Minus gegangen. Und es tut weh. Das ist wirklich schmerzhaft. Aber das können wir, glaube ich, mit dem Pferd irgendwie rausholen. Wenn die Pferde wirklich hochtrainiert sind und 40.000 einbringen oder sowas, dann sind wir jetzt schon bei 17.000. Also es ist nicht gerade wenig Geld für ein Pferd. Na, gucken wir mal, wie weit wir... Also wann wir die ersten Pferde verkaufen, also natürlich bei 100% hoffentlich. Wenn wir sie jetzt verkaufen, sind wir auch schon, aber bei 24, 34, 40, 50, vielleicht 60.000. Das ist natürlich nicht gerade wenig. Das ist das, was wir für unsere Dings brauchen. Für unsere neuen Tiere. Ich würde mal sagen, wir lassen uns erstmal mit den Tieren vielleicht. Und holen uns lieber erstmal die Silage und machen da Silage schon mal fertig. Und die können wir hier dazwischen so setzen. So da lang. Vorher können wir auch erstmal das Gras, was hier so ist,
abernten und können das schon mal einsetzen. Wir können ja clever gucken. Wir können ja geradeaus reiten. Diego ist bei 62%. Wir können, lass mal hier lang reiten. Gucken wir mal, platzierbare Objekte. 4. Silos. 15.000. Das ist ein kleines. So. Heulager. Nehmen wir mal ein mittleres. Nee, das ist überhaupt nicht groß. Das können wir hier so dazwischen machen. Hier so rein. Und da können wir hier aber erstmal alles noch wegernten. Der ist gleich voll, da können wir mit hier hinreiten. Wo ich eigentlich das mit Summerfish machen würde, aber eh wir... Ist mir jetzt egal. Das ist mir jetzt egal. Komm, bereiten mich ganz schnell mit denen. Haben wir schon mal etwas Gras und können mich dort auf dem Feld dann weiter absehen. Und dann haben wir auch ein bisschen Silage und das klappt schon irgendwie. Wir haben dann bloß eine kleine Schaufel wegen abtransportieren und kein Teleskoplader oder sowas. Aber Judy. Ja gut, das geht aber auch. Geht aber auch nicht. Wir brauchen dann irgendwie ein Teleskop. Weil sonst kommen wir ja nicht hoch auf die Anhänger. Und wie teuer ist ein Teleskoplader? Das gucken wir uns gleich an, wenn wir zurückreiten. Da ist ein Teleskoplader ist. Weil sonst bringt uns eigentlich das Fahrsilo nichts. Da wir sonst nirgendwo hinkommen. Wir kommen nirgendwo drauf. Und den Kompaktlader bringt uns das auch nicht viel. Will ich aber trotzdem behalten. So, Diego, dann reite geschwind nach Haus wie der Wind. So. Komm. So, der kostet 89 und ein Radler kostet 175. Da steht schon fest, was man da in der Sache sich kauft. Ich weiß nicht, ob man vielleicht noch anders irgendwie die aufsammeln kann. Ja gut, man kann sich einen Frontlader bauen und einen Trecker sich kaufen. Wäre natürlich auch nicht schlecht, dann können wir nämlich unseren Fiat verkaufen. Das kostet natürlich auch noch einen Haufen. Hier, Frontlader gibt es natürlich auch für 60.000. Den könnte man natürlich auch... Der ist natürlich auch so, mit Stapeln wird doch bestimmt auch gut gehen. Was ich wissen wollte, das machen wir gleich. Boah, ich weiß gar nicht, wie lang der Port jetzt eigentlich geht. Ja, doch, eigentlich schon fast seine 10 Minuten. Deswegen würde ich sagen, wenn ich da ganz platt gefallen habe, gibt noch einen Moment, einen Daumen nach unten. Schreibt einen Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mensch. Ciao, ciao.